My stomach is growing, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, wir starten mit Onkel Dude. Ja, los geht's. Tada! Mach einen ordentlichen Krautsalat. Was hat er denn da? Oh, sieht er aus hier wie... Natürlich aus Weißkohl. Was für ein Trick? Special Schneidetrick. Ich dachte, das kann nur der Veggie. Das ist doch ein Amateur. Aber sogar der Dude. Salz packt er da rein, hier irgendwie, ne? Und dann? Einmal hier, das wird, glaube ich, der Krautsalat, oder? Genau, Onkel Johnny. Ja. Nach dem Durchkneten erstmal gut eine halbe Stunde ziehen lassen, bis sich da so eine leicht milchige Flüssigkeit gebildet hat. Seht ihr jetzt da unten. So, die muss abgekippt werden, weil das soll nachher nicht zu suppig werden, das soll ja ein Salat werden. Ganz genau. Ganze Portion da reinpacken und ordentlich durchdrücken. Richtig durchwämsen. Ja, seht ihr, wie viel Wasser da rauskommt? Glaubt man gar nicht, dass in so einem Salat so viel Wasser drin sein kann. Gut gedrückt. Kann auch dabei passieren, dass die Schüssel springt. Mhm. Deswegen Obacht geben. Oh, dann macht er das aber richtig hier. So, den Rest mit den Händen durch und dann wieder in die Schüssel rein. Zacki. Und jetzt kann man es würzen, wie es einem beliebt. Also da ist eigentlich vollkommen egal, was ihr wollt, aber Paprika und Peperoni eingelegt und rote Zwiebeln machen sich darin ganz gut. Ein paar Esslöffel Weißweinessig. Oh yeah. Sugar für die Girls. Sugar für die Girls. Ein bisschen Pfeffer. Der Pfeffer. Alles umrühren. Und jetzt den ganzen Lunz nochmal gut im Kühlschrank eine Stunde, anderthalb Stunden ziehen lassen. So, Freunde, hier wird ordentlich umgerührt hier. Dritte Hand gibt alles. Drehen! Lass es drehen, den Löffel, lass ihn brennen. Ja, ein bisschen probieren, ob man richtig gut abgeschmeckt hat. Na, schmeckt's. Nach Bedarf kann man natürlich noch ein bisschen nachwürzen. Sugar für die Girls darf nicht fehlen. Und ganz am Ende ein bisschen Pflanzenöl. Einige Esslöffel. Mhm. Und verrühren. Hier. Das wär's dann. Ah, nimm doch Rolle! Und ja, mein Messer. Damit schneide ich mir heute die Kräuter für mein Gericht, um Johnny zu schwächen. Rosmarin, eine Handvoll. Und noch eine Handvoll. Und Oregano. Dann nehmen wir noch etwas Thymian, eine Handvoll. Und Salbei. Damit werden wir Johnny voll schwächen. Er wird toll abblusen, ja. Johnny, du Schwein! Schwein! Was ist das? Dude, du Schwein! Tja, Veggie, das war's wohl für dich. So, die Kräuter nehmen wir hier mit. Die können wir nachher noch ein bisschen vernichten. Hab ich dich, du Lauch! Tzatziki-Time, Freunde! So, hier sind die Zutaten. Hier auch, aber wo ist die Gurke? Da ist er auch nicht drunter. Da könnte ich sie mir schnappen. Ja, mal sehen, der hat doch immer eine Gurke dabei. Aber wo ist sie denn? Hier ist er nicht drunter. Er wacht nicht auf. Ich glaube, ich muss das Pflänzchen mal begießen. So, ja. Aufstehen, mein Freund. Was war das? Johnny, du Schwein! Bio-Gurke! Ja, richtig. Danke, mein Freund. So, Gürkchen habe ich hier hingeprängelt. Und lunsen wir mal hinten und vorne was weg. Und jetzt wird der große Schäler rausgepackt. Ja, das grüne Zeug muss ab. Ja, dann kann man es nämlich besser essen. So, abgeschmiergelt hier gleich. So, jetzt schneiden wir da rein. Ja, zerstören quasi die Gurke von innen heraus. So, durchtrennen. Tja, das gefällt dem Veggie wohl gar nicht, was? So, Kern da rein hier. Geballert, gelunzt. Andere Seite natürlich auch noch hier, Freunde. So, hier. Da auch nochmal durchprängeln hier. Möglichst viel Grünzeug wegnehmen. Wir wollen es ja nicht essen. Und hier zerreiben, Freunde. Richtig zerstören, das Obst.
oder Gemüse oder was auch immer ist. Grünzeug. So. Ernst, genau, Tzatziki-Tan geht wieder los. Johnny Salz hier, Old School mal wieder hier. Gibt's natürlich auch zu ordern hier. Ja, aber das ist natürlich nicht das Pyramidensalz, Freunde. Ja, das ist das normale hier. Special. Umgerührt, gelunzt. Und dann, Freunde, abgeklopft. Und hier ein, zwei, drei. Oder waren zwei? Naja, hinten im Rezept reingeballert hier. So, und dann, Freunde, Decke drauf. So, und let's quetsch it. Da rein hier, den Greg-Style. So, ja, nichts verkommen lassen, ne? Jetzt wird gepresst. Mmh, schön den Saft rausdrücken. Oh, seht ihr, wie es kommt? Oh, ja. Die Faust muss gewämst werden. So, sieht ja schon ganz gut aus hier, Freunde. So, ja. Wirk ihn richtig ab, den Lurch. So. Und rein da wieder. So, Bierchen her, ne? Und hier ein bisschen hier griechischer Joghurt, wie griechischer Wein. Oder ihr nehmt normalen Joghurt und mischt ihn ein bisschen mit Quark. Quack, quack, quack. Zwei Becher reingelunzt hier, ein bisschen Weißweinessig hier, ein Spritzer. Da reingelunzt. Und hier ein bisschen Öl. Ja, ein bisschen Olivenöl hier. Drei, vier Löffelchen. So sieht's schon mal ganz gut aus. So, ein bisschen Salz hinterher. Gelunzt, Freunde. Jetzt wärmen wir noch ein bisschen Pfeffer hinterher. Sugar für die Girls dürfen nicht fehlen hier. Der Browner diesmal erwischt. Und jetzt wird die erstmal umgerührt. Ganz genau, Freunde. Schön umgelunzt. So, wenn man den Pringles jetzt hier schön gerührt hat. Ein bisschen Zeitraffer für euch hier. Kann man sich ja sonst nicht angucken. Crawlers rein hier. Und zwar dir, you son of a bitch. Alles reingewämst hier. Und hier, jetzt haben wir hier Knobi fein gehackt hier. Ein paar Zehen hier. Rezept natürlich hinten drin. Und hier das ausgepresste Grünzeug hier. Gürkchen fürs Würkchen oder was auch immer. So, reingepringelt hier. Umgerührt. Oh, dann haben wir es ja schon gleich gelunzt hier, Freunde. So einfach sieht das aus. Ah. Eine schöne Packung Stracciatella-Eis für euch. So. Tzatziki-Time ist fertig. Gelunzt. Prost, mein Freund. So, und weiter geht's. So, ein paar Kräuter vom Veggie. Ein paar Holzspieße und dann kommt jetzt erstmal Weißweinessig drauf. Na, ihr kennt das ja mit Spießen besser und so. Damit sie nachher nicht anfangen, Feuer zu fangen. Aber hier ist es mit Essig. Und das gibt auch noch Geschmack ab. Kommt nachher im Übrigen auch ans Fleisch dran. Und die Kräuter, die drücken wir jetzt so ein bisschen an, rupfen die so ein bisschen, damit die ihren ganzen Geschmack abgeben. Also erstmal ein bisschen Salbei. Schön verteilen. Und den Rosmarin. Gleiches Prozedere. Na, willst du wohl? Und dann zum Schluss noch den Thymian. Ganz normalen Thymian diesmal. Und das lassen wir jetzt mal so eine Stunde, anderthalb Stunden stehen und damit ihr den ganzen Geschmack in die Spieße ziehen kann. So, Fladenbrotteig, seht ihr rechts an der Seite, rangetrackt. Schon mal vorher aufgehen lassen. Natürlich ein ordentlicher Pilz geworden. Und jetzt machen wir da so verschiedene kleine Fladenbrote drauf. Also zunächst erstmal machen wir sich ein Stückchen davon. Also es kommt immer darauf an, wie groß man so haben will. Man kann durch auch mal ein oder zwei richtig große machen, aber naja, die kleinen sind so ein bisschen handlicher. Ja, ein bisschen Mehl drauf, damit das nicht zu sehr festpappt und dann ordentlich durchkneten, damit der Teig wieder schön geschmeidig wird. Und dann platt drücken. Man kann natürlich jetzt auch ein Nudelholz nehmen und dann das platt drücken. Geht natürlich auch. Kommt halt drauf an, wie dick man sie haben möchte. So, das dritte, vierte und dann nachher ganz simpel ein bisschen Wasser drauf, dass nachher die Sesamkörner darauf festhaften und das eine schöne, schöne Kruste gibt. Ja. So, jetzt mit Sesam berieseln das Ganze und dann ab in den Ofen bei ungefähr 220 Grad Heißluft.
Jetzt müssen wir so circa 5 Minuten warten. Und dann gucken wir mal. Ja, also man sieht schon ganz gut, wie sie so leicht aufgehen. Und jetzt eine ordentliche Schippe kaltes Wasser da rein. Und den Dampf abwarten, damit sich das noch stärker da aufbläht. Nochmal so 10 Minuten, 12 Minuten weiterbacken, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. Und dann sind sie nachher so leicht goldgebräunt von oben. Können natürlich auch gucken, wie der Sesam aussieht. Der soll natürlich nicht schwarz sein, weil ihr nehmt vielleicht schwarzen Sesam. Und dann die ganzen U-Boote erstmal in den Schlauch packen. Kurz beiseite stellen anschließend, damit sie schön weich bleiben. Ne? Du willst aber auch noch da rein. Nur eine kurze Zeit, nachher, wenn es dann zu feucht drin wird, kann man es wieder aufmachen. So, hier, zwei Schweinefilets, Freunde. Da sind sogar 4, sehe ich da gerade. So, hier so ein paar Zentimeter abschneiden immer. Ja, schönes Scheibchen hier. Zentimeter, 2,5 oder 2 Zentimeter, Leute, ungefähr. Irgendwie sowas. Abgewämst. Da kommt dann Rosmarin rein nachher. Ja, yeah, genau, Silberhaut hier noch erwischt, hier. Yeah. Kann noch ein bisschen weg. Kann da weglinsen, ja. Yeah. So flucky, Freunde. Reingeballert hier, ja. Yeah. Ganz genau, ein bisschen Öl hier, natürlich. Reingeballert und gelunzt natürlich, wird hier immer, Freunde. Ja, yeah, hier, yeah. Zitronensaft hier. So, aus einer Zitrone da reingefeuert. Das macht das Fleisch ein bisschen mürbe hier. Knobi natürlich hinterher. Und einfach hier ein paar Zwiebeln und jetzt hier Thymian reingepackt, Salz, Pfeffer hier, Pfeffer rein. So, Salz hinterher geballert und jetzt wird gemischt, Freunde. Ja, ihr könnt es auch einschweißen, wenn ihr es für den nächsten Tag braucht oder so, einlegen. Aber geht auch so in den Kühlschrank, einfach nur Glasigfolie drüber, alles dicht. Mal ein bisschen marinieren lassen, ein paar Stündchen. So. Ab in den Kühlschrank kurz. Oh, das ist Abend geworden, Freunde. Es sieht noch genauso aus. So, wir nehmen uns hier die eingelegten Spießchen. Yeah, dritte Hand, das ist schon mal vorbereitet. Gewässert quasi. Reinpixen. Los, komm schon, Junge. So, ein bisschen Zwiebel hier. Die können wir auch gleich mit draufhauen. Yeah. Schaden tut's nicht. Und dann immer ein bisschen Fleisch. Lieber ein bisschen mehr Fleisch als Zwiebel nehmen, alter Johnny-Trick. Da hat man nämlich mehr Fleisch auf dem Teller. Ja, ja. So, aufgespießt. So, haben wir da, ja. Yeah. Let's spieß it. Let's dreh it. Ah, da ist es auch schon. So flucky. So, kleine Zeitraffer für euch hier. Da wird ein bisschen gespießt. Let's spieß it. So, da ist auch schon der letzte. Mmm. Und ab am Grill, Freunde. Ja. Tada. Und Spieß nehmen. Direct Heat mal wieder von unten, Freunde. Das könnt ihr auf jedem Grill machen. Ob Kohle, Gas, Elektro sage ich jetzt mal nicht. Ne? Aber es geht. Aufgeballert hier. Schön gelunzt hier. Wenden Sie mal die andere Seite auch noch voll. Oh, sieht doch schon mal sehr gut aus. Mmh, ja, ganz genau. Da passt noch was hin. So. Deckel schließen hier und dann, Freunde, einmal umgedreht und nochmal umgedreht und du auch nochmal, Freund. Ja, hier ein bisschen schneller für euch. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ah, ja, das Girl am Strand muss auch mal gedreht werden. So, jetzt wird es ja nur von einer Seite bauen. So, ich mach mal schon mal 2 Brenner aus hier. So, und dann packe ich sie rüber. Rechts brennt es noch, ihr seht es unten. So, Indirect Heat, noch ein bisschen kurz nachziehen lassen. Und dann kann gelunzt werden. Lunzfalderer. Der Lunzsack geht rum. So, Freunde. Deckel schließen. Und nun, jawohl. Paar Minutes nur, Freunde. Da ist es auch schon. Oh, ja, yeah, perfekte. So Fluckies. Ja, Onkel Greg ist wieder in der Heck. So, nehmen und auf den Teller legen. Und noch einen nehmen, dazulegen, Freunde. So, bis der Teller randvoll ist mit Fleischspießen.
Ja, hier ist auch schon der letzte. So, nimm. Freunde, ja, hier, tata. So, wenn die Girls mal was Vegetarisches wollen. Nimmst du so eine Pita hier? So. Offenschnitten? Ganz genau. So, komm, hier ein bisschen aufklappen, dass er nicht auseinanderbricht hier. Hallo Leute, ich kann reden. So, und hier stopfen wir mal das Maul hier, quasi mit Tzatziki. So, und dann nimmt man sich so einen Spieß, da festhalten und dann, na komm schon, abspießen. Hier geblieben, einer ist runtergelümmelt. Oh, der kommt doch da rein hier. Da ist er auch schon. Und jetzt versteckt man das Fleisch unter Krautsalat, Freunde. So, da reingedröselt. Ja. Und jetzt denken die Girls, du hast ein Brötchen ohne Fleisch. Ja. Und schon gibt's keinen Mecker. So, Freunde, jetzt hier noch ein bisschen Feta, klein gebröselt drüber lumsen. Ja, und dann kann das gleich in den Hals hier, würde ich sagen. So, nehmen und ab in den Hals. Ja, da nochmal Rezept, Freunde. Da ist der Apparillo. Soufflaki im Peterbrötchen. Soufflaki Peter quasi. Rezept zu den ganzen Stuff, Freunde. Richtig gesehen. Und Anschnitt. Jawohl. Schön durchsägen hier den Apparillo. Und wow. Yeah. Saftet jetzt gut. Ja, eigentlich hätte ich noch einen zweiten Spieß reinbauen können. Ja, ein bisschen wenig Fleisch hier, mehr zu viel Brot. Aber macht nichts, Freunde. Hat geil geschmeckt. Rein in den Hals. Ich säge hier nochmal einen an hier. Da ist er auch schon, das Schweinefiletchen. Ja. So. Abgeschnitten und ab in den Hals. So, Boys and Girls, Lunsomat 3000. Lass den Daumen nach oben brennen. Ja, mein erstes Grillseminar mit dem Smoke King. Verlinke ich euch hier unten in der Box, Freunde. Ganz genau. Im August wird gelunzt mit dem King. Wer Bock auf Bier und Fleisch hat, lunzt sich da an. Quasi. Hier!